Wilma. Ja, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz in deinem Schneckenhaus verschwunden. Geht's dir nicht gut? Bist du krank? Wilma, du musst rauskommen. Jetzt fängt der Kindergottesdienst an. Also, das dauert mir zu lang, bis die Wilma endlich rauskommt. Kinder, ich sag euch heute mal alleine Hallo. Hallo. Und ich freue mich echt, dass ihr da seid. Aber jetzt muss ich doch noch mal nach der Wilma schauen. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ach, Freddy, ich habe keine Lust mehr auf Corona. Weißt du, ich habe echt schon alles so oft gemacht. Ich habe alle Bücher gelesen, die ich habe. Ich habe alle Basteltipps gebastelt, mein Zimmer aufgeräumt. Ich lerne zu Hause, mache meine Hausi und. Ich sag dir, ich fühle mich echt nicht gut, weil ich nur noch daheim bin. Ich will wieder raus. Ich will endlich wieder in die Schule. Ich will meine Freunde treffen und Oma und Opa will ich auch besuchen können. Das kann ich verstehen. Mir geht's doch auch nicht besser als dir. Ich bin auch schon ewig daheim. Alles wegen dem blöden Corona. Das ist doch eine ganz, ganz doofe Krankheit. So ist es. Ich bin gesund und muss trotzdem zu Hause bleiben. Eigentlich ist es wie krank sein. Das dauert jetzt schon 6 Wochen. Ich finde, das ist schon sehr, sehr lang. Zum Glück bin ich gesund. Weißt du was? Es gibt Leute, die sind nicht nur ein paar Wochen krank, die sind viele, viele Jahre lang krank. Oh nein, das ist ja schlimm, wenn man so lange krank ist. Da hast du recht. In der Bibel wird von einem Mann erzählt, der kranke Beine hatte. Und das schon seit 38 Jahren. Der Mann tut mir richtig leid. Kannst du mir mehr von dem Mann erzählen? Na klar. Das ist Simon. Am allerliebsten rennt er durch den warmen Sand und gräbt sich die Füße ein. Oder aber er klettert auf Bäumen herum. Manchmal sitzt er aber auch gerne bei den Erwachsenen, lässt seine Beine baumeln und hört aufmerksam zu, was sie erzählen. Da kommt Simons Mama. Simons Mama ruft: Simon! Simon geht zu seiner Mama. Hör mal, Simon, Jesus ist in unsere Stadt gekommen. Wollen wir hingehen und ihn sehen? Au ja, ruft Simon. Er ist ganz aufgeregt. Ja, Mama, ich will auch zu Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, warum der Simon gerne zum Jesus möchte? Ich vermute, Simon möchte gern zu Jesus, weil er über Jesus sehr viele gute Sachen gehört hat. Ja, also ich glaube auch, dass der halt viel darüber gehört hat und dass der ihn gerne mal kennenlernen will, weil der halt nicht so viele schlechte, also der hat eigentlich gar nichts Schlechtes, nur halt gute Sachen. Und das findet er bestimmt schön. Also ich glaube, der Simon will zum Jesus, weil der Jesus alle Menschen lieb hat und weil er nur gut mit ihnen meint. Da habt ihr alle recht. Simon hatte bestimmt gehört, dass Jesus freundlich zu den Menschen ist und dass Jesus vielen Menschen hilft. Nun gehen Simon und seine Mama zu einem Teich. Gerade kommen Simon und seine Mama am Teich an. Da ist auch schon Jesus. Jesus ist an den Teich Bethesda gekommen. Der Teich Bethesda ist ein besonderes Wasser. Das sind aber auch schon viele andere Menschen hier am Wasser. Also Simon und seine Mama sind am Teich Bethesda angekommen. Und hier ist auch schon Jesus.
und noch ganz viele andere Menschen. Sie sind alle wegen des Wassers gekommen. Das Wasser liegt ganz still da, nichts bewegt sich. Aber manchmal, da bewegt sich das Wasser. Wenn sich das Wasser bewegt, dann flitzen die Menschen schnell hinein. Denn wer zuerst ins Wasser kommt, der wird gesund. Viele kranke Leute sind hier am Teich. Sie warten und warten und warten, ob das Wasser sich vielleicht bewegt. Da! Das Wasser! Es bewegt sich wieder! Alle Menschen rennen los. Sie wollen alle schnell im Wasser sein. Aber Moment mal, einer ist ja noch nicht losgerannt. Wollte dieser Mann nicht ins Wasser? Doch, er wollte schon, aber er konnte nicht. Seine Füße sind krank, seine Füße sind gelähmt, er kann sie nicht bewegen. Der Mann kann gar nicht ins Wasser laufen. Jesus schaut den Mann an. Jesus fragt den Mann: Willst du auch gesund werden? Der Mann sagt: Ja, das würde ich schon gerne, aber ich kann nicht zum Wasser kommen. Meine Füße sind krank, ich kann nicht laufen und ich habe auch niemanden, der mich trägt. Jesus sieht, wie sehr sich der Mann wünscht, gesund zu werden. Da sagt Jesus: Steh auf, nimm die Matte, auf der du so lange gelegen hast, und geh nach Hause. Was ist denn da los? Viele Menschen schauen, was Jesus da mit dem Mann macht. Will Jesus den Mann schnell ins Wasser bringen, wenn er sich bewegt? Will Jesus den Mann mit dem Wasser heilen? Nein, Jesus braucht das Wasser aus dem Teich nicht. Jesus kann auch so den Mann mit den kranken Füßen gesund machen. Einfach nur so, weil er es will. Weil er Gott ist. Weil er alles kann und es gut meint mit den Menschen. Der kranke Mann spürt, wie Kraft in seine Füße kommt. Sie werden stark. Er springt auf seine Füße. Er kann gehen, hüpfen, laufen. Er ist geheilt. Er freut sich. Nach so vielen Jahren kann er endlich gehen. Jesus hat ihn gesund gemacht. Der Mann tut, was Jesus gesagt hat. Er rollt seine Matte zusammen, auf der er so lange gelegen hat, und geht davon. Er ist überglücklich. Er strahlt und jeder kann es sehen. Viele freuen sich mit ihm, auch Simon und seine Mama. Sie nehmen sich an die Hand und gehen gemeinsam nach Hause. Da hatte der kranke Mann ja richtig Glück, dass Jesus ihn gesehen hat. Das finde ich auch. Meinst du, Jesus weiß auch, dass gerade so viele Menschen Corona-krank sind? Ja, das glaube ich schon. Jesus schaut auf alle Kranken zu Hause und in den Krankenhäusern. Er kennt auch die gesunden Menschen, die Angst haben, dass sie sich mit Corona anstecken. Jesus sieht auch die, die sich Sorgen um kranke Verwandte und um kranke Freunde machen. Das ist gut, dass Jesus sich um alle Menschen sorgt. Kannst du mir sagen, warum macht er denn nicht alle gesund? Das weiß ich leider auch nicht. Wilma, aber wenn du dich gerade nicht so gut fühlst, dann bete doch zu Jesus und sag ihm, wie es dir geht. Sag einfach: Jesus, ich bin traurig und mutlos. Bitte hilf mir, dass ich wieder fröhlich sein kann. Und bitte lass mich nicht mit Corona anstecken. Jesus, sei bitte auch bei allen Corona-Kranken. Heile du sie und lass sie wieder gesund werden. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Dann sagen wir zweimal Tschüss zu euch. Und singt laut bei unserem Lied. Tschüss!